Also, ich habe jetzt das Cezanne so seit circa einem Monat hinten am Rücken picken und jedes Mal verschieden. Ich habe seit 26 Jahren MS. Das ist nicht so schlimm wie das Rest des Legs, was ich habe. Das heißt, mir fällt das Dopamin in die Nervenspitzen und dadurch in Ruhestellung fange ich extrem an zum Zucken. Und am schlimmsten ist halt noch in der Nacht, wenn man einschlafen will. Hab das ungefähr schon seit 15 Jahren. Hab 10 Jahre lang sehr schlecht geschlafen in der Nacht. Dann habe ich eben ein Neupro-Pflaster. Dann ist es ein bisschen besser geworden. Und jetzt mit den Cezano, sage ich mal, um ca. 80% auf jeden Fall besser mit dem Zucken. Also auch viel, viel, viel besser geworden das Ganze. Also ich habe das auch nachher ausprobiert, also 2 Tage auf der rechten Seite und dann 2 Tage auf der linken Seite. Und dann habe ich das einmal einen Tag einmal ganz weggelassen, weil man wollte dann mal testen, ob das wirklich, ob das nur Einbildung ist oder so. Und tatsächlich nach einem halben Tag hat die Fies wieder angefangen zum Zucken. Ne? Dann habe ich es so schnell wie möglich wieder aufgepickt und innerhalb von ein paar Stunden war das nachher wieder weg und ich gib's nicht mehr runter.